Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. Wir haben herausgefunden, dass unsere liebe Elfe hier schwanger ist scheinbar. Und sie weiß nur nicht woher. Wir reden mal mit unserem guten Vogel. Hey Cheep! Welches Transportmittel könnte uns schnell nach Seefels bringen? Denk nach, Cheep Cheep. Wie kommen wir beide schnell nach Seefels, ohne dass mir Flügel wachsen müssen? Du hast die Lösung? Eine Fliegerzeitschrift? Du hast eine Fliegerzeitschrift abonniert? Ja, schon gut, schon gut. Seite 15. Hippogreifengestüt Ecoleus in den blauen Bergen. Die besten Schlacht- und Jagdhippogreife Aventasiens. Ein Hippogreif? Der könnte mich leicht tragen. Keine schlechte Idee, Cheep. Aber die blauen Berge liegen ein ganzes Stück entfernt. Und schau mal hier, was das kostet. Ein Kessel voll Gold. Wo sollen wir den hernehmen? Ja, ich schätze, du hast recht. Wir müssen uns was einfallen lassen. Auch ohne ein Kessel. Meinst du, ich könnte meinen Prinzessinnenbonus ausspielen und wir könnten uns beim Gestüt einen Hippogreif ausleihen? Das dürfte deutlich weniger als einen Kessel voll Gold kosten. Du hast recht. Sie würden es überall herum erzählen. Nicht ideal, wenn ich inkognito reisen will. Das mit der Spieluhr tut mir leid, Cheep. Aber ich musste herausfinden, was mit mir nicht stimmt. Wieder Freunde? Gut. Manchmal wünschte ich, ich hätte das Artefakt des Schicksals einfach behalten. Naja, ein Objekt, das dir jeden Wunsch erfüllt? Das wäre im Moment schon nützlich. Ja, ich weiß. Zu viel Macht für einen Einzelnen. Deswegen haben Erzmagier Alistair und ich ja auch Vorkehrungen getroffen. Dieses Sex, von dem du und das Buch gesprochen haben, was ist das und warum soll ich es nicht haben? Ich weiß, dass ich eine Elfenprinzessin bin. Genau deswegen sollte ich sowas ja auch bekommen. Vielleicht sogar zwei. Oh Gott. Ach, ich finde schon raus, was ihr mir verheimlichen wollt. Ich habe noch ein paar Sonnenblumenkerne. Magst du? Kann ich mir vorstellen, dass dir die ganze Sache auf den Magen geschlagen ist. Wir stehen das zusammen durch, ja? Bin gleich wieder da, Cheep. Ich wünschte, es gäbe einen Anhaltspunkt, dass das Buch sich geirrt hat, aber leider ist es sich sehr sicher und ich weiß, es hat recht. Ich bin schwanger. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass ich hier weg muss, bevor Mutter etwas erfährt. Der Erzmagier in Seefels wird wissen, was zu tun ist. Gehen wir nochmal hoch auf ihr Zimmer. Da gibt's aber auch nichts Neues. Die Pflanze würde es wohl überstehen, aber im Moment brauche ich keine weiteren Kerne. Was haben wir denn alles? Dezente Ohrringe. Aber hier kann ich ja nichts machen mit den ganzen Sachen. Ich könnte mir nochmal die Karaffen füllen, aber das hatte ich. Oh, ich ziehe erstmal den Hut wieder auf, alles klar. Hut wieder aus.
Schwierig. Schwierig. Mach ich gerade irgendwas? Nee. Reden wir nochmal mit Arbor. Du lässt es dir gut gehen, wie ich sehe. Was kann ich für dich tun? Wenn ich einen Kessel voll Gold bräuchte und wenn du einen hättest, würdest du ihn mir dann leihen? Wenn ich der Sultan der drei Wüsten wäre und du saftige Weintrauben hättest, würdest du mich dann füttern? Also schön, ernsthaft. Hast du einen Kessel voll Gold? Genauso wie du Weintrauben hast und ich der Sultan bin. Ich muss weiter. Arbeite nicht so viel. Nö, nö. Keine Hilfe, der Mann. Aber hier kann man auch nichts machen, ne? Egal was man hier probiert. Oh, Grab am Ende des... Ja, natürlich! Am Ende des Regenbogens ist ja immer ein Kessel voll Gold, soweit ich mir das richtig gemerkt habe. Also müsste jetzt zumindest. Tatsächlich. Ein Kessel voll Gold und kein grimmiger Kobold, der ihn bewacht. Glück muss man haben. Alles klar. Die Schüssel bleibt jetzt hier. Jetzt reden wir nochmal mit dem Vogel, ob der uns da irgendwie was weiterhelfen kann. Weil wir haben ja jetzt theoretisch das Gold. Ich habe hier einen Kessel voll Gold. Am besten wäre es, wenn du ihn zum Gestüt bringen könntest. Ich weiß auch, dass er zu schwer ist. Trotzdem, du könntest den direkten Weg nehmen, wirst an den Landesgrenzen nicht aufgehalten und wärst in wenigen Stunden wieder hier. In Seefels half mir ein Stärkungselixier gegen eine Ork-Kriegerin im Armdrücken zu gewinnen. Etwas in der Art bräuchten wir für dich. Bin gleich wieder da, Cheep. Können wir jetzt mit dem Medizinbuch reden? Ich wünschte, es gäbe einen Anhaltspunkt, dass das Buch sich geirrt hatte. Ich... Okay, nein, das ist dasselbe nur. Finde ich gerade irgendwas mit Lies? Das Anglerbuch, rede mit Chip, betrachte den Helm, gehe in den Garten. Wir fragen nochmal hier den Baum. Wächter? Ist das so? Hier sind drei Symbole. Es sind dieselben wie. Thronsaal, okay, alles klar. Du lässt es dir gut gehen, wie ich sehe. Was kann ich für dich tun? Ich brauche deinen Spaten nicht mehr und habe ihn da drüben hingestellt. Das ist gut. Und ein schönes Loch hast du auch gegraben. Mitten in meinen Rasen. Oh, verzeih. Ach, was soll's. Ich pflanze irgendwas rein. Ich muss weiter. Arbeite nicht so viel. Nö, nö. Okay, dann reden wir mal mit ihren Eltern, ob die irgendwie eine Lösung haben, zumindest ihr Vater. Betrachte den Mondbrunnen. Nur Priesterinnen ist es erlaubt, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Bisher hat meine Mutter noch nicht versucht, mich zu einer Priesterin zu machen. Wenn ich Glück habe, bleibt es dabei. Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegelschale im Garten. Keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist Mutters Fachgebiet. Mutter? Ja, Ivudora? Die Symbole auf den Steintafeln, was bedeuten sie? Erst deine Einsicht die Hochzeit betreffend und nun auch noch Interesse am Spirituellen? Du überrascht mich. Die drei Symbole stehen für drei verschiedene Formen des Wassers, die für viele Rituale wichtig sind. Wasser, das vom Himmel fiel.
Wasser, das aus der Erde quoll, und Wasser, das im Mondschein badete. Und was hat es mit diesen verschiedenen Formen des Wassers auf sich? Wasser ist nicht gleich Wasser, es verwandelt sich. Wenn es aus einer Quelle sprudelt, ist es Quellwasser. Dann wird es zum Bachwasser, vielleicht zum Flusswasser und irgendwann Meerwasser. Die Stimme des Wassers ändert sich. Seine Seele. Und wenn man verschiedene Formen des Wassers mischt, kann daraus Wasser mit mächtigen magischen Eigenschaften werden. Aber es ist nicht so leicht, wie du es dir vielleicht vorstellst. Wasser ändert ständig seine Form. Regen ist Wasser, das vom Himmel fällt. Doch sobald es in einer Pfütze landet, ist es nur noch gewöhnliches Pfützenwasser. Als du Vater geheiratet hast, wie lange kanntest du ihn da schon? Erst wenige Tage. Ich habe mich sofort in ihn verliebt. Er war der weiseste und stattlichste Elf, den ich je traf. Und wenn du ihn nicht geliebt hättest? Wenn du ihn vielleicht nicht mal gemocht hättest? Dann hätte ich ihn trotzdem geheiratet. Es ist die Pflicht einer Prinzessin, die Thronfolge zu sichern. Ob sie will oder nicht. Du wolltest auch nicht jeden Tag zur Schule gehen. Heute kannst du musizieren, malen, sprichst ein Dutzend Sprachen und hast erkannt, dass Bildung ein Geschenk ist. Vertraue mir einfach. Manchmal wissen nur Eltern, was das Beste ist. Das da im Mondbrunnen ist doch sicher Wasser, das im Mondschein badete, oder? Natürlich ist es das, mein Spätzchen. Kann ich etwas davon haben? Es ist heiliges Wasser. Wir benutzen es nur für besondere Anlässe. Wofür brauchst du es? Ich brauche es für einen Trank. Es ist eine der wichtigsten Zutaten. Tatsächlich. Um was für einen Trank handelt es sich? Oje. Ein Wachstumstrank, Flüssigdünger, könnte man sagen, für Arbor. Arbor ist bisher gut ohne Magie ausgekommen und mir ist das Mondbrunnenwasser zu schade, um es an Blumen zu vergeuden. Wegen des Mondwassers. Kann ich etwas davon haben? Wofür brauchst du es? Okay, muss jetzt die richtige Reihenfolge rausfinden. Ich brauche es für einen Trank. Tats. Okay, dann nehmen wir diesmal das. Ich habe mir gedacht, dass man Wasser mit besonders viel Sauerstoff darin viel teurer verkaufen könnte als pures Wasser. Was für eine absonderliche Idee. Und selbst wenn, nimm doch einfach normales Wasser. Jemand, der darauf reinfällt, merkt den Unterschied nicht. Wegen des Mondwassers. Wofür brauch... Okay, wir nehmen das. Ich möchte gerne ein Ritual durchführen. Dafür brauche ich Wasser, das im Mondlicht badete. Tatsächlich? Was für ein Ritual? Also es ist eigentlich... Was hast du mit dem Wasser vor? Ach, vergiss es. Okay, wegen des die Wahrheit dürfen wir scheinbar auch nicht sagen. Dann nehmen wir halt mal das. Also ich will... das ist eine Überraschung. Ich mag keine Überraschungen. Erst recht nicht, wenn es um magische Rituale geht. Was für ein Ritual planst du? Ich will eins werden mit dem Kosmos und der Natur und die Zukunft sehen und die Vergangenheit. Eben die Dinge tun, die du tust. Aber Kind, dafür ist eine jahrhundertelange Ausbildung nötig. Nur Priesterinnen können das Mondbrunnenwasser für spirituelle Reisen nutzen. Spirituelle? Wegen des Mondwassers. Oh Gott. Was ist, wenn wir das nehmen? Ich habe Durst und dachte mir... Das Mondbrunnenwasser hast du noch nie probiert. Und dabei wird es auch bleiben. Dieses Wasser ist nicht für so profane Dinge gedacht. Okay, wir dürfen gleich alles durchschauen. Ich brauche...
Das hatten wir, dann kann es nur noch das hier helfen. Nun, das Mondwasser ist doch besonders reines und klares Wasser. Ich dachte mir, es könnte Grundlage für einen Schönheitstrank sein. In der Tat werden dem Wasser heilende Kräfte nachgesagt. Ich wollte dich nicht damit belasten, aber dann dachte ich, wenn ich für den Prinzen hübsch sein soll, könnte solch ein Trank nicht schaden. Das Letzte. Hast du ein Gefäß? Das Letzte, was ich jetzt hatte. Möge das Mondbrunnenwasser deiner Schönheit helfen, wie es mir stets geholfen hat. Alles klar. Bis später, Mutter. Mach kein Gesicht wie 7 Stunden Regenwetter, Ivo. Lächeln. So, dann reden wir jetzt nochmal mit ihrem Vater. Du, Papa? Ja, Spätzchen. Mal angenommen, Cheep Cheep soll etwas Schweres durch die Luft transportieren. Wie könnte ich dafür sorgen, dass er es schafft? Du könntest mich darum bitten, ihm die entsprechenden Kräfte zu verleihen, was du hiermit getan hast, nicht wahr? Würdest du? Ich kann ihm zusätzliche Kraft schenken. Aber der Effekt wird nicht lange genug anhalten, um euch, sagen wir mal, nach Seefeld zu bringen. Das muss er auch gar nicht. Es geht nur um eine kurze Strecke. Bring mir einige Sonnenblumenkerne. Ich habe hier ein paar Sonnenblumenkerne. Gut. Halt still. Das war's? Gib Cheep Cheep diese Körner zu essen, kurz bevor er zu seiner Reise aufbricht. Danke. Was immer du mit den Sonnenblumenkernen angestellt hast, es sah sehr nach Magie aus. Oh nein, es war das Gegenteil von Magie. Natur. Leben. Pures Leben. Was genau meinst du damit? Lausche dem Wind in den Weiden und dem Maulwurf und der Kröte. Sie kennen die Antwort. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Bis später, Vater. Alles klar. Vater hat diese Sonnenblumenkerne verändert. Und? Spürst du etwas? Nun übertreib mal nicht. Schon gut, hier. Ob das gut geht? Cheep neigt ohnehin zur Selbstüberschätzung. Was ist dann erst mit Super Cheep? Okay. Ich will nur ganz kurz das noch da reinmachen. Also schön, Wasser, das im Mondschein badete. Damit muss Wasser aus dem Mondbrunnen gemeint sein. Aha, damit glüht auch das zweite Symbol. Jetzt brauchen wir theoretisch noch Regenwasser. Ich dachte, du wolltest nur den Kessel voll Gold abliefern. Dir sei es gegönnt. Der war jetzt aber wirklich schnell. Gab es unterwegs irgendwelche Probleme?
Gut. Und die Schildwachen haben dich einfach passieren lassen? Ja, dir vertraut man. Da drin ist er also, unser Hippogreif? Ganz schön klein, oder? Die Kiste dafür. Warum hat das Gestüt ihn verpackt? Hätten sie ihn nicht einfach neben dir herfliegen lassen können? Du meinst, er war schon in der Kiste? Du hast ihn gar nicht gesehen? Dein Vertrauen möchte ich haben. Naja, wenigstens ist er munter. Jeep hat den Hippogreif blind gekauft. Sein Vertrauen in das Gestüt Ikuleus ist größer als sein Misstrauen in die Verschlagenheit der Menschen. Ganz ruhig, ich bin ja schon dabei. Hast du noch die Quittung, Jeep? Was soll das denn sein? Jeep? Sah der Hippogreif in deinem Magazin nicht anders aus? Größer? Mehr Greif? Weniger Hippo? Ob okay. Das die Seuche ist? Mutter sagte, sie verwandle Dinge. Also Gold ist es ja schon irgendwie, ne? Selbst wenn der kleine Speckhaufen mit mir auf dem Rücken abheben könnte, spätestens an den Grenzen des Waldlandreichs wäre die Reise vorbei. Ohne Passwort holen uns die Schildwachen meiner Mutter vom Himmel. Dann gehen wir jetzt nochmal zu seiner Mama. Gehen wir nochmal mit ihm. Du lässt es dir gut gehen, wie ich sehe. Was kann ich für dich tun? Ich brauche eine bestimmte Art von Wasser-Arbor. Kannst du mir da helfen? Eine bestimmte Art von... Wer hat sich denn das schon wieder ausgedacht? Arbor, bitte. Ich brauche Wasser, das aus der Erde quillt. Da, der Wasserfall. So viel Wasser, wie du willst. Der Bach entspringt aus der Erde. So einfach ist das nicht. Das Wasser hat sich verwandelt. Ich brauche das Wasser direkt aus der Erde. Ihr Elfen müsst immer alles kompliziert machen, oder? Hast du ein Gefäß? Da, bitte. Und sag mir nicht, das wäre jetzt nur noch Schnodderwasser oder sowas. Das ist 1A Grundwasser. Es wird schon gehen, danke. Hat der Baum jetzt... Ich muss weiter. Arbeite nicht so in viel. In den Becher gepinkelt? Nö, nö. Aber ein Hippogreif habe ich mir auch anders vorgestellt. Hoffentlich geht Arbors Spender als Wasser, das aus der Erde quoll, durch. Es ist ja nicht wirklich aus der Erde gequollen, aber immerhin ist es Grundwasser und es hat nie die Sonne gesehen. Nun glühen alle Symbole. Hallo? Bist du da? Ich bin immer da. Ich habe dich ganz alleine beschworen, ohne Hilfe. Du hattest Hilfe. Du weißt es nur nicht. Nein, ich habe das ganz allein geschafft. Ich bin der allwissende Seher und ich sage dir, du irrst dich. Du bist wirklich allwissend? Nein, aber es klingt besser als, ich bin der Seher, der mehr sah als jedes andere Wesen dieser Welt und doch nicht alles. Ich habe dich zwar herbeigerufen, aber ich weiß eigentlich gar nichts über dich. Lebst du im Wasser oder bist du das Wasser? Nein, das Wasser ist nur eine spiegelnde Oberfläche. Ich lebe auf der anderen Seite der Spiegel. Ich sehe, was vor den Spiegeln geschieht. Für euch sind es Spiegel, für mich sind es Fenster in eurer Welt. Okay. Du bist in jedem Spiegel? Auch in meinem Schlafzimmer?
Ich kann durch jede spiegelnde Oberfläche blicken. Ich sehe alles. Aber du machst die Augen zu, wenn es angebracht ist, oder? Ich sehe alles. Oh Gott. Ja, schon klar. Aber wenn sich jemand vor dem Spiegel auszieht oder peinliche Dinge tut oder Dinge, die niemand sehen soll, dann schaust du doch weg. Ich sehe bis in die entferntesten Winkel der Welt. Ich sehe das Gute und das Böse, das Schöne und das Schreckliche. Du hast mich gesehen, als ich vor meinem Spiegel auf einer imaginären Harfe ein Konzert gegeben habe? Das zähle ich zum Schrecklichen. Und Mutter und andere beschwören dich, um dich um Rat zu bitten? Bitten würde ich das nicht nennen. Sie wissen, wie man durch einen Spiegel Kontakt zu mir aufnehmen kann. Sie wollen Informationen von mir, und wenn ich ihnen nicht antworte, bleiben sie da und glotzen mich an. Also hilfst du ihnen? Das ist die Frage, nicht wahr? Habe ich ein Interesse daran, der einen oder anderen Seite behilflich zu sein? Oder sehe ich lieber, wie sich eine Katastrophe entfaltet? Du würdest Öl ins Feuer gießen, nur weil dir nach einem verheerenden Brand ist? Ich könnte, doch meist beschränke ich mich aufs Zusehen. Ich sehe gerne, wie sich die Dinge entwickeln. Nur Stillstand mag ich nicht. Da bin ich durchaus versucht, jemandem einen Schubs in die richtige Richtung zu geben. Es soll eine Seuche in Seefels geben, die sich langsam ausbreitet. Was weißt du darüber? Es ist keine Seuche. Sondern? Etwas, mit dem du es zu tun bekommen wirst. Kannst du in die Zukunft sehen? Geschichten wiederholen sich. Andere Orte, andere Beteiligte. Doch der Ablauf bleibt gleich. Das Gute kämpft gegen das Böse. Warum bin ich schwanger? Du bist schwanger? Solltest du das als beinahe allwissendes Orakel nicht wissen? Ich habe es nicht gesehen. Wann bist du schwanger geworden? Das frage ich dich. Ach, verfluchte Romantik. Eine Lichtung im Wald, ein Bett im Kornfeld, nirgendwo spiegelnde Flächen. Hätten Nate und du es nicht woanders tun können? Was tun? Ach ja. Nichts. Gar nichts, Prinzessin. Ich brauche das heutige Losungswort der Schildwachen an den Grenzen des Waldlandreichs. Kennst du es? Natürlich. Deine Mutter hat es dem Anführer der Wache gesagt, als sie neben der spiegelnden Oberfläche des Mondbrunnens stand. Sagst du es mir? Unbedingt. Ich will wissen, wie sich die Sache entwickelt. Und in Seefels warten einige Überraschungen auf dich. Von denen du mir aber nichts verraten willst. Dann wären es keine Überraschungen mehr. Lautet das Losungswort Melon? Woher weißt du das? Geschichten wiederholen sich. Wusstest du das nicht? Danke für das beunruhigende Gespräch. Ich muss weiter. Ja, das musst du. Aber wir werden uns bald wiedersehen. Du meinst, du wirst mich sehen und jeden meiner Schritte verfolgen. Ja, aber das meinte ich nicht. Du wirst mich aufsuchen, bevor diese Geschichte zu Ende ist. Tatsächlich? Ja, du wirst deinem Freund in Not helfen wollen und wirst nicht wissen, wie. Dann wirst du mich suchen und finden. Wo werde ich dich finden? In einer fliegenden Stadt, in einem Haus ohne Ecken. Bis dann, Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Aber... Also, reden wir nochmal mit ihm zum Abschied? Ich wüsste nicht, was ich ihn im Moment... Alles klar. Fragen wir nichts nochmal. So. Du bist stark, oder? Du konntest immerhin die Kiste zertrümmern. Kannst du mich bis nach Seefels tragen? Dann reiten wir also mal schön. Auf dem Hippogreif, was mehr Hippo als Greif ist. Der Erzmagier ermordet? Von Wilbur Wetterquarz?
Da ist irgendeine Schweinerei im Gange, Cheep. Ich glaube weder das eine noch das andere. Irgendjemand ist für diese Seuche verantwortlich und irgendjemand will unseren Freunden schaden. Auf nach Seefels! Wir haben eine neue Trophäe freigeschaltet, gesprengte Ketten. Mein Name ist Wetterquarz. Professor Wetterquarz. Sie wollen uns unterrichten? Ja. Warum denn nicht? Sie sind ein Gnom. Gnome können nicht zaubern. Ich schon. Bei meiner Magierausbildung habe ich... Meine Mutter sagt auch, dass Sie kein Lehrer sein sollten. Aber ich finde Sie ganz toll, Herr Professor. Danke. Sagen Sie, Professor, was genau ist die magische Konstante? Wie lange muss ein Veritaserum reifen? Was können Sie uns zu altmagischen Runen sagen? Wie wäre es, wenn du dich erstmal richtig hinsetzen würdest? Nö. Nö? Das heißt nein, Professor. Oder eigentlich ja, Professor. Nö heißt ja, Professor? Das wird noch zu einigen Missverständnissen führen. Also, die magische Konstante, Veritaserum, altmagische Runen. Wir wollen doch was lernen. Ich werde dir all deine Fragen beantworten, aber nicht jetzt. Geschichte der Zauberei steht auf dem Stundenplan. Dann eine Geschichtsfrage. Wie jeder weiß, sind Gnome völlig inkompetent, wenn es um Magie geht. Um genau zu sein, gab es nur einen einzigen Gnome in den letzten 800 Jahren, der als großer Magier in Erscheinung getreten ist. Er besiegte Grema, den letzten der großen Drachen. Wie hieß er doch gleich, dieser letzte große Gnomenmagier? Er hieß, setz dich richtig an deinen Tisch und stell keine dummen Fragen. Aber heißt es nicht auch, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten? Genauso wie es keine schlechten Schüler geben soll, sondern nur schlechte Lehrer. Ich habe jetzt schon schlechten Schüler entdeckt. Also, ich könnte so ein Kind nicht unterrichten. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir schlagen unser Textbuch auf. Auf Seite 100 und... Ich hatte also recht, oder? Sie wissen gar nichts. Nicht einmal, wie der einzige große Magier ihres eigenen Volkes hieß. Ich brauche nur einen Schluck Wasser. Frosch im Hals. Ha! Oh Mann, Meister Markus hat mich gewarnt, dass mich die Schüler in den ersten Stunden testen würden. Aber das hier ist ein Albtraum. Ich weiß diese Dinge nicht. Ich weiß gar nichts. Ganz ruhig. Lass dir etwas einfallen, Wilbur. Alles klar. Bevor wir jetzt hier weitermachen, setze ich für YouTube auf jeden Fall schon mal einen Cut. Es hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst und einen Kommentar und auf jeden Fall ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.